Hallo liebe Interessierte, hallo liebe Quadfahrer, willkommen beim Altblechschrauber. In dieser Ausgabe seht ihr, wie man den Antriebsriemen bei der KVF 650, 700, KFX 700, also alle amerikanischen Brute Force Modelle, tauscht. Die Notwendigkeit des Tauschs des Riemen wird euch angezeigt dadurch, dass die Belt-LED blinkt, beziehungsweise dass die Maschine nur noch 16 fährt oder gar keinen Vortrieb mehr hat und also hinten ein halbes Schaf am Quad hängt. Zum Austausch des Riemens müsst ihr zum einen diese tolle Abdeckung lösen. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und dann braucht ihr diverses Werkzeug. Zum einen eine 27er Nuss, eine 19er Nuss, eine 10er zum Lösen der Abdeckung des Riemens. Eine Knarre logischerweise, ein Drehmomentschlüssel, der bis 100 Newtonmeter kann. Ein Lineal oder Maßband zum Einstellen der Riemenspannung bzw. der Kontrolle. Etwas zum Anlegen. Idealerweise einen Schlagschrauber. Und ganz wichtig, das richtige Tool zum Abziehen des Riemens. Es geht auch ohne, aber die Gefahr, dass dabei was kaputt gemacht wird, ist relativ hoch. Und dann habt ihr viele finanzielle Schmerzen. Wenn ihr die Riemenspannung noch einstellen müsst, braucht ihr noch ein Spezialwerkzeug. Das habe ich jetzt mal selber gebaut. Kann man also auch für 75 Dollar, glaube ich, kaufen. Aber das Ding tut's auch. Des Weiteren zum Einstellen logischerweise die entsprechenden Einstellscheiben sowie eine Sprengringzange. Wie das Ganze geht, ist relativ kompliziert und lässt sich so einfach nicht erklären. Am besten dazu im Reparaturleitfaden nachschauen. Ja, für den Austausch selbst geht es eigentlich folgendermaßen am einfachsten. Wie gesagt, die Riemenabdeckung runternehmen und dann jeweils die beiden Schrauben lösen. Wichtig ist zu beachten, die eine hat links, die andere rechts Gewinde. Das ist jeweils hier schon aufgedruckt. In diesem Fall ist es also zum Lösen in diese Richtung. So. Muss man sich immer so ein bisschen dran gewöhnen, dass die Schraube andersrum funktioniert. Es sind diverse Scheiben drin, die müssen jetzt alle raus. Für hinten funktioniert das Ganze dann natürlich andersrum. Auch da sind diverse Scheiben, die ihr euch zur Seite legen müsst. Jetzt nehmt ihr euren Abziehdorn. Der wird wie eine normale Schraube eingedreht. Bis zum Anschlag. So. Und dann ganz vorsichtig, entweder mit Gegenhalter oder sehr vorsichtig mit einem Schlagschrauber, weiter eingeschraubt, bis euch das Ding also entgegenkommt. Ihr könnt nun die beiden Scheiben abziehen und das Ganze dann zusammen erstmal ablegen. So, wenn ihr also jetzt die vordere und die hintere Riemenscheibe zusammen mit dem Riemen entnommen habt, ist es ratsam, mit einem Schleifvlies oder ähnlichem vorsichtig die Wellenstümpfe zu reinigen. Um da also eventuelle Verunreinigungen und Dreck zu entfernen. Gerade der hintere ist dafür prädestiniert, dass sich dort Dreck ansammelt. Damit da also das Ganze vernünftig gleiten kann, ist es wichtig, dass dort keine Riefen, Rostpartikel oder ähnliches das behindern, weil sonst ist der neue Riemen gleich wieder kaputt. Ja, dann macht ihr also weiter, indem ihr euer Spezialwerkzeug entfernt, den Abzieher und dann den alten Riemen aus den beiden Scheiben entfernt. Es empfiehlt sich ja noch gleich nochmal zu gucken, ob hier also diese Laufflächen in Ordnung sind. Meine Maschine hat jetzt irgendwo, ich glaube, 7000 Kilometer gelaufen. Da sind so ein paar Riefen normal. Die Riemenspannung könnte man einstellen, indem man also mit dem Spezialwerkzeug diese Feder hier komprimiert, dann den Sprengring entfernt, diesen ganzen Kram entnimmt. Und dann hat man da drin
4 Stifte, die zusammengedrückt werden müssen. Und dann kann man das ganze Teil also auseinanderziehen. Dazu muss man das natürlich erst wieder montieren, um mit dem neuen Riemen die Riemenspannung zu messen. Wie gesagt, am besten das Werkstatthandbuch einmal anschauen, weil da auch die Anlagescheiben bzw. Ausgleichsscheiben notiert sind, wie da also die Riemenspannung eingestellt wird. Sehe ich gerade noch, hier ist eine Macke drauf, die müssen wir gleich nochmal rausschleifen. Sieht aus, als wenn das Ding mal runtergefallen wäre. Mir jedenfalls nicht. So, das gleiche gilt also hier. Beschädigung kontrollieren, gucken, dass da keine Riemenbrocken mehr drin hängen, dass hier alles soweit in Ordnung ist, dass diese Dinger hier so ein bisschen lose sind und nicht in der Mitte. Das ist normal. Das sind hier diese Gewichte, die also da durch die Zentrifugalkraft nach außen gedrückt werden und dann entsprechend die Riemenscheibe zusammendrücken, die dann wiederum diese Riemenscheibe auseinanderzieht und somit das Übersetzungsverhältnis variabel eingestellt wird. Ja, ein Wort zum Riemen noch. Das ist ein Daiko-Riemen, der im Internet als gar nicht so gut bewertet wurde. In diversen amerikanischen Foren. Ich dachte, Daiko ist eigentlich gar nicht so schlecht. Kannst du mal nehmen. Ja, kannst natürlich nicht nehmen. Weil 30 Kilometer später sieht das Ding so und so aus. Wenn man jetzt den Original Kawasaki-Riemen vergleicht, übrigens 50 Euro, 155 Euro, dann sieht man also schon auf den ersten Blick, dass die äußere Textur komplett anders ist. Und wenn man sich dann auch nochmal den Riemen seitlich anschaut, dann sieht man also, dass bei dem Nachbau oder Daiko-Riemen nur ein dünner Kevlarstreifen hier drin ist. Während bei dem Kawasaki-Riemen auf der unteren Seite komplett alles mit Kevlarfasern versehen ist und auch hier oben also diese Riffel wesentlich stärker ausgeprägt sind. Dieser Riemen ist auch laufrichtungsgebunden, das ist dieser hier nicht, der Daiko-Riemen. Wenn man sich das Ganze nochmal so im Seitenprofil anschaut, dann sieht man also, dass die Aufteilung des Riemens und somit auch die Stärke ein kleines bisschen anders ist. Ja, nachdem wir also den Riemen entnommen haben, können wir den neuen Riemen eigentlich schon einbauen. Wichtig ist, auf die Laufrichtung zu achten, die ist hier aufgedruckt. Setzt man also hier vorne in den vorderen, den hinteren Variator ein, so. Und setzt dann also vorsichtig gleich das Ganze wieder auf die Welle. So. Hinten ist eine Verzahnung drauf. Da empfiehlt es sich natürlich vor, den Gang einzulegen, dass man also die richtig ausrichten kann. Und schon ist das Ganze montiert. Anschließend die Scheiben wieder genauso, wie sie entnommen wurden. Das heißt, die hohle Scheibe, die ist ein bisschen wie ein U geformt, gehört auf diese Seite. Dann die zweite hohle Scheibe genauso da drauf. Am Schluss die Mutter. So, und auf der vorderen Seite sieht es also so aus, dass dieses Stück, was also in dieses Lager reingreift, natürlich auf der Lagerseite sein muss und dann auch die entsprechenden zwei hohlen Scheiben, so dass die also auf dem Außenring Druck ausüben. Hier natürlich beachten, das Ding geht andersrum. Und das Ganze dann mit 93 Newton anziehen. Für hinten empfiehlt es sich, auf H zu schalten, Handbremse anziehen und dann das Ganze ordentlich festziehen. Oder aber, eine Sekunde, den habe ich vergessen zu holen. Mit einem Gegenhalter entsprechend dann, na, wenn er nicht rausrutscht, das Ganze fixiert. Vorne dasselbe. Auch dort 93 Newton.
Ihr dürft da auf keinen Fall fester gehen, weil das eine konische Welle ist. Wenn ihr das ganze Ding also fester knallt, kriegt ihr das nie wieder los. Natürlich dann entsprechend ärgerlich wäre. Beachtet hier, Laufrichtung andersrum. Ich werde das jetzt noch nicht hundertprozentig fest anziehen. So, das soll erstmal reichen, um es zu demonstrieren. Und dann könnt ihr die Riemenspannung kontrollieren. Die Riemenspannung kontrolliert ihr, indem ihr also euer Holzstück oder was auch immer nehmt, was also gerade ist und halbwegs stabil, das hier oben einlegt. So. Und dann mit dem Maßband und entsprechend Druck hier oben runterdrückt, also mit etwa 6 Kilogramm pro Quadratfuß, wenn ich das richtig habe. Und dann hier die Riemenspannung kontrolliert. Die Riemenspannung soll sein zwischen 23 und 27 mm. Wie man hier sieht, sind wir hier also gut drüber. Und wenn man das Ganze richtig eindrückt, dann passt das Ganze auch, also mit 22 Millimetern. Ja, im Anschluss dann das Ganze wieder zusammenbauen. Es empfiehlt sich auch, den Kanal, der hier also seitlich sitzt, den Abluftkanal entsprechend nochmal zu entnehmen und sauber zu machen, dass da also keine Riemenbrocken drin sind, die die Kühlung behindern. Und wenn das Ganze passiert ist, müsst ihr noch die Riemenkontrollleuchte zurücksetzen und das zeigen wir euch gleich im nächsten Take. Nachdem der neue Riemen montiert wurde und ihr sichergestellt habt, dass der Schalter in der Riemenabdeckung wieder in der Off-Position steht, beziehungsweise in der Position weg von dem Anschlagpunkt, muss also noch die blinkende Leuchte zurückgesetzt werden. Das Ganze geht mit einem speziellen Vorgehen. Unterm Sitz habt ihr 2 Stecker sowie an der Riemenabdeckung ja den Schalter. Diese 3 Sachen braucht ihr. Ihr müsst gleich einmal den Stecker an der Riemenabdeckung kurz lösen und dann hier diese 2 Stecker tauschen. Das Prozedere sieht folgendermaßen aus. Zündung aus, den grauen Stecker abziehen, den schwarzen Stecker auseinanderziehen, den Stecker mit der Brücke auf die schwarze Kupplung stecken, dann Zündung an. Und wenn ihr jetzt hier oben schaut, dann seht ihr, dass die Lampe schnell blinkt. Sobald sie das tut, einmal zur Bestätigung den Stecker hier unten auseinanderziehen. Dann dauert es kurz. Das Ding fängt also an langsam zu blinken. Und nach etwa 5 Sekunden könnt ihr die Zündung ausstellen. Das Ganze wieder in die ursprüngliche Position zurückstecken. Und das war's. Das gleiche Prozedere funktioniert auch nach 100 Betriebsstunden. Also nach 100 Betriebsstunden leuchtet die Belt-LED, signalisiert euch also, dass ihr euch mal um euren Riemen kümmern sollt. Heißt nicht, dass der Riemen gerissen ist, sondern nur, dass der Service möchte, also die Riemenspannung kontrolliert werden soll und so weiter. Auch diese Aktion kann man darauf anwenden und das war's. Einfach wie es ist, ganz schnell zu machen und spart eine Menge Geld. Wichtig dabei ist zu beachten, dass ihr wirklich das Spezialwerkzeug benutzt zum Abziehen des Spiders oder der vorderen Riemenscheibe. Weil sonst, wenn ihr da die Kurbelwelle versaut, ist das scheiße. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald. Lasst nochmal einen Kommentar da, was euch interessiert fürs nächste Mal, beziehungsweise was ihr gerne sehen wollt. Auch andere Kommentare, Verbesserungsvorschläge und so weiter sind gerne gesehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.